Grüß euch Freunde, erstmal wieder der George. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnlich, so wie die Videos hier raushämmern, das ist ein bisschen wie durch den Zählschlauch, eins nach dem anderen. Aber wenn man so ein bisschen ein paar freie Tage sich noch kurz vor Jahresende gönnen kann, ist natürlich dann auch immer die ein oder andere Minute da, um mal in so einer kleinen Küchensession die Videos abzudrehen. Und ich bin natürlich noch das dritte Adventsvideo schuldig, ne, in Anführungsstrichen. Ich will es natürlich nicht vernachlässigen und ich habe ja wieder für heute einen wunderbaren Kanal. Das ist das vorletzte Video in der Richtung. Nächste Woche wird es dann schon nochmal einmal eins geben. Es hat sich ja bis jetzt leider noch nicht so richtig gelohnt, aber ich denke mal, vielleicht kann man den Sinn und die Schönheit darin auch so begründen, dass man am Ende sagt, gut, man hat auf die Kanäle mal wieder aufmerksam gemacht und vielleicht wird im Verlaufe der längeren Zeit der ein oder andere angesprochene Kanal auch nochmal darauf aufmerksam, beziehungsweise da, wo noch Videos da sind, dass man dann auch den neuen Zuschauern den Hinweis geben kann, guck mal, da gibt es noch was von vor etlichen Jahren, was es lohnenswert ist, noch nachzuholen und was es lohnenswert ist, sich noch anzuschauen. Ne? Und da denke ich mal, ist der heutige Kanal auch definitiv prädestiniert dafür. Heute gönne ich mir mal wieder nochmal so einen wunderbaren Captain Cool von McClelland, heute aus der Peterson. Ne? Heute zum Montag wird es ja auf einem anderen Kanal nochmal ein Video geben, wo wahrscheinlich auch wieder eine Peterson ihre Runden ziehen wird und ich wollte dem mal jetzt in nichts nachstehen, um das mal noch ein bisschen schmunzeln zu unterstreichen und zu unterstützen, sage ich an der Stelle. Ahoi Matthias, das habe ich dir heute zu bieten. Mal sehen, was du uns heute noch in die Kamera präsentierst. Ja, der Kanal, um den es mir heute gehen soll, ich werde das mal kurz das Weibchen finden, ne? Ein bisschen schmecken lassen. Dazu ein Pfefferminztee mit Zitrone und zwei Stück Süßstoff. Lecker. Der Kanal, um den es heute gehen soll, ist schon sehr, 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 sehr viele Jahre dabei. Es gibt auch bei ihm derzeit noch alle Videos zur Verfügung. Und er gehört tatsächlich zu den Kanälen, die ich gleich ganz von Anfang an mit entdeckt hatte. Später, ich glaube 2016, ja, ich glaube 2016 war es, oder 17, ich weiß nicht, in einem von den beiden Jahren, hatte ich den Herrn dann auch mal persönlich in Lauenburg kennengelernt. Also ein ganz nettes Gespräch gehabt und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es handelt sich heute um den Kanal von Lars Hermanns. Ja? Und wie schon gesagt, die Videos habe ich von Anfang an gesehen. Ich fand die immer so ein bisschen auf so eine angenehme, lustige Art ein bisschen skurril. Ne? Das war immer so, das war immer so alles so ein bisschen bierernst. Ne? Ich hatte dann später auch immer mal mit Lars mal ein bisschen Spaß drüber gemacht, aber das tat dem Kanal irgendwie keinen Abbruch, dass das so ein bisschen eine ernsthafte Abfolge von Sachen hatte. Das zeugte eigentlich eher davon, dass das alles unglaublich gut vorbereitet war, was Lars uns mitzuteilen hatte. Und das war auch nie so eine Smalltalk-Ebene, so wie ich das gerne bei mir auf dem Kanal mache, dass das alles so ein bisschen so eine Leichtigkeit auch kriegt, so drumherum, dass noch ein bisschen ich so als typisch eben so bin, noch ein bisschen mit über den Kanal kommen. Bei ihm war das eben immer so eine ganz fundierte Geschichte. Es ging wirklich ganz strikt und sachlich um die Tabake und man hat unheimlich viel gelernt auf diesem Kanal und unheimlich viel sich auch damit anfreunden können, was für Tabak-Nuancen er beschrieben hat, was für Geschmäcker er dort beschrieben hat. Und das hatte alles unheimlich viel Format und vor allem Fundament. Das war nie irgendwie so plus irgendwie ein bisschen. Und daher war die Bierernstigkeit auf seinem Kanal, in seinen Videos eigentlich gar nicht schlimm. Das hatte irgendwie, das war wirklich eine in sich komplett runde Sache. Und ich hatte, wie gesagt, dann Lars später mal in Lauenburg getroffen, hatte irgendwie so einen YouTuber-Nachmittag organisiert und da hatte er dann auch ein Hotel gemietet und hin und her und hatte sich dann auch gefreut, dass die ein oder anderen Leute gekommen sind, war auch ein bisschen so verstimmt darüber, dass das nicht ganz so angenommen wurde, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung gehabt,
Aber das hat dem ganzen Nachmittag eigentlich keinen Abbruch getan. Und er erzählte mir damals noch, dass er mir noch irgendwie was im Bereich Lyrik gerade macht, also ein Schreiberling, sage ich jetzt mal. Und da ging die Tendenz auch schon so dahin, dass er sagte, ja, der wird das mit dem YouTube vielleicht mal ein bisschen auf Eis legen für eine kurze Zeit. Dass es nun so eine lange Zeit wird, das hätte ich nicht gedacht. Als ich die Videos das erste Mal sah, hat immer so eine Assoziation, so eine Vorstellung. Ich stelle mir das immer so vor, da wo Lars wohnt, ist sein Einfamilienhaus. Und daneben ist irgendwie wie so ein kleines Gartenhaus, wie so ein Gästehaus. Und da hatte dann im Hintergrund waren immer so die Rollläden runtergezogen. Da war immer eine angenehm klassische Musik im Hintergrund zu hören. Und da saß Lars dann auf seiner Couch und hat dann mit uns zusammen Pfeife geraucht, über die Tabak gesprochen. Und das war irgendwie, ja, das war trotz aller Ernsthaftigkeit in den Videos auch irgendwie immer eine sehr, sehr angenehme und gemütliche Atmosphäre. Und im Laufe der Zeit hat man eigentlich dann auch wirklich gemerkt, dass auch diese Videos, dass dieser Kanal einem fehlt. Und der Fundus, der jetzt im Moment dort noch verfügbar ist, Link stelle ich natürlich schon wieder rein, ist natürlich nach wie vor unerschöpflich und man kann unglaublich viele Videos über Tabak gucken, die es auch heute noch gibt. Und alles, was darin gesagt wird, ist nach wie vor top aktuell. Also wenn das sich jemand angucken sollte, der es noch gar nicht kennt und er liest da ein Video, ist 6 oder 7 Jahre alt oder wie auch immer, guckt es euch an, dass die Videos hätten theoretischerweise über die Tabake auch gestern reingestellt werden können. Das wäre genauso gut gewesen, als das eben auch schon vor Jahren gewesen ist. Ne? Und vielleicht an der Stelle, lieber Lars, leg doch mal, spann doch mal das Farbband aus deiner Schreibmaschine aus und geh mal wieder in dein Gartenhaus und dreh uns mal wieder ein schönes Video über den Tabak. Vielleicht ein Tabak, der dir auch damals schon gut geschmeckt hat oder der dir immer gemundet hat, zumindest hattest du mir das mal so gesagt, war der Sweet Vanilla Honeydew. Jetzt gibt es ihn ja als Flake. Vielleicht der Anstoß, ein Video zu Weihnachten für uns in die Richtung zu machen, falls du das Video überhaupt dich erreicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da was kommt. Und falls nichts kommt, ist es dann für all die anderen auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, die es noch nicht kennen, mal auf dem Kanal Videos durchzugucken. Ihr werdet euch sehr freuen, denn es macht Spaß, diesen Tabakbeschreibungen dort zu lauschen. Nun, dann gönnen wir jetzt einen Captain Cool. Den habe ich übrigens gleich hinter dem HH Burley Flake hinterhergeschoben. Kommt einem dabei natürlich vor wie ein Leichtgewicht, aber passt irgendwie gut zum Pfefferminztee mit Zitrone. Leckere Sache. Danach bin ich erstmal gesättigt und ja, wie ihr hört, wieder mal in der Küche gemütlich gemacht, ein bisschen Musik noch an und ich sage einfach mal, wenn jemand Lars kennt oder guten Kontakt hat oder irgendwie, vielleicht sieht es Lars ja auch selber, je nachdem, aber wenn ihn jemand kennt, dann könnt ihr ihm ja das Video irgendwie zuspielen und vielleicht ergibt sich ja in dem Fall was. Und wenn es nur die Abschlussmeldung für 2020 ist und dann lässt er vielleicht wieder ein paar Jahre ins Land gehen oder auch nicht, aber ich denke mal, ich werde dann vielleicht in den nächsten Jahren auch immer mal wieder die ein oder anderen Aufrufe starten, wo dann mit Sicherheit auch Lars wieder seinen Platz findet. Ja, Freunde, das war's. Ich wünsche euch was. In dem Sinne, haut rein, euer George.